Hey ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es hat sich etwas verändert, ich weiß. Viele haben es auch schon bei Snapchat gesehen und zwar meine Haarfarbe. Ja, wie ihr wisst, hatte ich, also wie viele wissen eigentlich, wenn ihr mich schon sehr lange verfolgt, dann wissen sehr viele, dass ich vorher schon am Anfang sehr hell hatte, also sehr hellblond, sie aber dann etwas dunkler gemacht habe, weil ich sie halt immer nachfärben musste, weil halt, also ich hatte ja helle Strähnchen und alles und der Ansatz kam dann immer nach einem Monat und es sah immer so behindert aus und ich war wirklich unzufrieden, weil mich das gestört hat, weil ich möchte nicht immer färben, weil ich liebe meine Haare und sie sind schön lang und ich möchte jetzt nicht abschneiden, auf gar keinen Fall. Und wenn sie dennoch kaputt sind, ja, deswegen habe ich mir vor 2 Tagen oder so, habe ich mir so Bilder angeguckt von früher, also das heißt von früher, von letztes Jahr, wo ich dann halt die Haare noch so hell hatte. Und ich wurde echt neidisch. Ja, ich dachte mir so, boah, schön hell. Ich mag ja hell. Ich mag blond. Blond ist voll schön. Ich liebe blond. Wer liebt auch blond? Ich liebe blond über alles. Ich will niemals braune Haare machen, nein. Und ja, es ist ja nicht nur blond, sondern auch pink. Deswegen dachte ich mir mal, Enya, du würdest eh niemals braun machen. Und zwar habe ich mich dann beschlossen, weil ich bei DM dieses Colorista gesehen habe, da die nicht so pigmentiert sind und auch nach einer Woche wieder, ja, dass das nach einer Woche wieder rausgewaschen ist. Deswegen dachte ich mir mal, komm Enya, das kannst du dich noch trauen. Ja, deswegen habe ich sie dann jetzt pink gemacht. Also unten halt, so ein Ombre-mäßig. Und ja, ich finde es eigentlich ganz schön. Aber für immer würde ich es jetzt nicht lassen. Wie gesagt, ich bin eigentlich der Typ für so bunte Sachen. Obwohl ich es schön finde jetzt. Also mir gefällt es wirklich sehr gut. Aber ich habe einfach gemerkt, so, ich bin eher so der natürliche Typ. Deswegen werde ich irgendwann mal so nach ein paar Monaten, werde ich dann vielleicht mal wieder zum Friseur gehen und da mir richtig die Haare machen lassen. So wie ich mir das richtig vorstelle, so im Traum. Und Entschuldigung, wenn es ganz halt hämmert, aber ich kann es nicht verhindern, weil ja, unter uns die Wohnung, die ziehen da neu ein und so und die sind da ganz halt am hämmern. Deswegen wird das auch nichts bringen, wenn ich jetzt ein paar Minuten warten würde. Ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem Video an. Und zwar geht es heute um den besten Concealer. Weil mich sehr viele darauf angesprochen haben, was für einen Concealer ich benutze. Und ich habe einen Test gemacht, also ein Experiment. Und zwar habe ich mir 3 Concealer gekauft, nach und nach. Ich habe einen verbraucht und dann einen anderen geholt. Und ich habe jetzt 3 Stück genommen, die mir empfohlen wurden. Und einer ist dabei, den ich jeden Tag benutze, den ich über alles liebe. Ich stelle euch die jetzt mal vor und sage euch dann, welcher ich euch empfehlen kann. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dem Video. Fangen wir doch an mit dem Fit Me Concealer. Der wird momentan sehr gehypt. Also egal wer, wen ich frage, welchen Concealer du benutzt, dann heißt das immer Fit Me. Und ich dachte immer so, anscheinend muss der richtig gut sein. Und ich weiß nicht, also da war die letzte Farbe, ich weiß nicht, ob das die hellste ist, keine Ahnung, 20 habe ich genommen. Die habe ich auch eine Zeit lang dann benutzt, war aber ein bisschen zu dunkel für mich, also viele wissen das von meinen Videos, also von einem meiner Make-up-Videos habe ich den benutzt und auch viele meinten, dass der sehr dunkel ist und für einen Concealer sollte der eh hell sein, finde ich auch, und wirklich deckend war er nicht, naja, also ich finde ihn eigentlich ganz gut, wenn er noch heller wäre, aber so jetzt ist das nicht so mein Fall. Ich weiß, ich kann ja mal ein bisschen swatchen hier. Also man sieht schon, der ist schon ein bisschen dunkler als meine Hautfarbe irgendwie. Deswegen würde ich sagen, er kommt auf den 3. Platz und ja. Dann kommen wir zu dem Manhattan Wake-Up Concealer und ich musste sagen, der ist eigentlich ganz gut, aber der ist mir zu flüssig. Ich mag das nicht so, wenn Make-up oder Concealer so flüssig sind. Ich weiß nicht warum, aber dann ist das für mich direkt so ein
dass das halt nicht so wirklich deckt und der ist auch schon leer, also richtig leer. Bei dem Fit Me ist noch was drin, weil Fit Me fand ich wirklich viel zu dunkel und der war auch schon so, ja, so, der ging eher ins Gelbliche rein und ich mag eher was nicht so gelb ist. Und der hier ist schon hell, aber er hat so, er ist zu viel rosastichig irgendwie. Ich weiß jetzt nicht. Ich habe nur 01 naturell. Aber ich finde, der ist ein bisschen zu rosastichig. Und ich finde, nee. Also mir hat er jetzt nicht so gefallen von der Farbe her. Wie gesagt, er ist für mich auch ein bisschen zu flüssig. Für mich, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Wie gesagt, jeder hat seine eigenen Lieblinge. Aber für mich war der halt ein bisschen zu flüssig. Deswegen zweiter Platz, sonst ist er eigentlich ganz gut und kann ich auch empfehlen. Also wie gesagt, das sind hier für mich die drei besten Concealer, die mir auch empfohlen worden sind. Die anderen fand ich jetzt nicht so gut. Ich habe auch schon von Essence ausprobiert, aber ich war bis jetzt mit nicht zufrieden, deswegen. Dann kommen wir zu meinem Liebling und zwar ist das der Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Der ist von Catrice und ich muss sagen, Leute, das ist mein, ey, das gibt es nicht, aber das ist der beste Concealer, finde ich einfach. Er ist einfach, ich weiß nicht, ich kann dazu nichts sagen, weil er hält einfach unnormal gut, wirklich lange auch, wirklich bis zum Abend. Egal wie meine Augenringe sind, ich meine, man sieht ja, ich habe recht Augenringe, das ist jetzt wegen dem Schatten, deswegen fällt das gerade auch so krass auf und ich bin eh immer so lange wach, deswegen, ich kriege sehr schnell Augenringe. Aber so jetzt, das Dunkle unten unter den Augen kann er sehr gut verdecken oder auch Rötungen, finde ich, also super Deckkraft, wirklich. Und von der Farbe her habe ich jetzt 005 Light Natural. So, ich finde das eigentlich ganz schön, also wirklich, ich liebe helle Concealer und ich habe ihn auch gerade drauf, deswegen kann auch niemand sagen, er ist zu hell, weil wenn man das gut verblendet, dann sieht es noch schön aus. Es kommt immer darauf an, wie man es verblendet, aber ich finde das wirklich schön und die Deckkraft ist, also wirklich krass, die Deckkraft, finde ich schon richtig nice und deswegen ist das mein Lieblingsconcealer und ja. Das waren jetzt die drei Concealer im Test. Den fand ich halt, wie gesagt, ein bisschen zu gelbstichig. Also es hat mir nicht so gefallen. Und den Manhattan Concealer fand ich zu rosastichig irgendwie. Und den fand ich schön so, ja, wie soll ich sagen, wie so eine, diese, oh, Puppen, keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine, so richtig schön hell und so, deswegen, und der hält echt schön auf unter den Augen und ich benutze ihn halt auch auf die Nase, überall, wo ich halt aufhellen will, wo ich highlighten will und dafür ist der so gut, wirklich. Ich denke mal, dass einer von euch, also fast alle von euch, Mädels, einer von denen hier benutzt und ich würde mal sagen, also mich würde es interessieren, welchen ihr davon am besten findet. Ich fand den Catrice Liquid Camouflage Concealer sehr gut. Das ist mein Lieblingsconcealer und den benutze ich jeden Tag. Ja, dann sagt mir doch mal, was ihr so toll findet. Vielleicht habt ihr auch andere Lieblingsconcealer und könnt mir das mal unten in den Kommentaren schreiben, dass ich die vielleicht auch mal ausprobieren könnte. Wie gesagt, aber von Essence oder so fand ich die jetzt nicht schön. Ich habe schon viele Concealer ausprobiert, deswegen sind die eigentlich ganz top. Wenn ihr mehr Ideen habt, zum Beispiel die drei besten Make-ups, Foundation oder die drei besten Eyeliner, die drei besten, ich weiß nicht, es gibt da so viel, was man machen kann. Dann schreibt das auf jeden Fall in den Kommentaren, gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen hoch, damit ich Bescheid weiß. Und ja, und wir sehen uns zum nächsten Mal. Apropos, ihr habt schon gesehen, mein Hintergrund. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. Es ist jetzt so ein Waldeingang mit Blüten und Bäumen und so. Und ja, ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er, ich finde ihn total süß und er passt auch zu meiner Haarfarbe. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss!